Hallo, ich bin Claudia aus dem Interim. Heute nicht im Interim, sondern zu Hause. Jedes Jahr machen wir auch Veranstaltungen zur Buchmesse und auch bei Leipzig liest. Letztes Jahr konnte das spontan leider nicht stattfinden. Dieses Jahr haben wir wieder ein super Angebot für alle. Ihr könnt ja mal auf der Homepage von Leipzig liest schauen, da sind einige Veranstaltungen. Und diese, wie auch die heute, kann man auch auf YouTube nachschauen, auf dem YouTube-Kanal vom Linksnet. Guckt es euch gerne mal an. Genau, heute ist Sabine Nuss da. Hallo. Hallo. Sabine wollten wir letztes Jahr schon einladen. Und zwar wollte sie letztes Jahr mit uns ihr anderes Buch Marx und die Roboter besprechen, aber auch das 2019 erschienene Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Genau. So, du hast aber auch noch ein ganz aktuelles Buch geschrieben, hatte ich gesehen, die oder mit herausgegeben, die unsichtbare Hand des Plans. Ja, vielleicht sprichst du darüber auch noch bei der Buchmesse, weiß ich nicht. Nee, das steht noch nicht auf dem Plan. Nee. Okay. Wäre geplant gewesen, wenn die Buchmesse stattgefunden hätte, dann hätten wir das gemacht, aber so ist es jetzt noch nicht. Aber es ist gerade erst erschienen, vor wenigen Wochen. Also das geht noch auf Tour auf jeden Fall. In welchem Raum auch immer, weiß ich noch nicht. Okay. Aber ja, kurz zu dir. Du bist seit 2017 Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags und Verlegerin, Publizistin und Buchautorin, sagt dein Twitter-Account. Du twitterst sehr gerne, dir kann man auf Twitter folgen, aber ich habe auch gesehen, dass du einen schönen Blog hast, Nuss. In-Berlin.de, da veröffentlichst du auch spannende Artikel. Viel zum Thema Privateigentum, zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell auch zur Debatte Patente freigeben und Patentrecht und so weiter. Und genau, kannst entweder gerne jetzt noch was zu dir erzählen oder ich hätte die Frage an dich, wie du überhaupt dazu kamst, dich mit dieser komplexen Eigentumsfrage zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und wie lange du das schon machst. Also wenn ich jetzt irgendwie, also bei der Beantwortung deiner Frage erzähle ich automatisch von mir, weil vieles hat ja dann doch irgendwie biografische Gründe, auch wenn die allermeisten das immer nicht so richtig transparent machen. Und so ist es natürlich auch in meinem Fall. Und meine Beschäftigung mit Eigentum, wenn ich jetzt mal vom Sandkastenstreit, wo es immer meine Schaufel, deine Staufel heißt, da habe ich mich ja nicht reflektiert damit beschäftigt, sondern wie alle Kinder geht es da eben auf dem Spielplatz um Verteilungskämpfe. Aber so richtig aufmerksam, also bewusst damit beschäftigt oder dass ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war eigentlich tatsächlich in der Wendezeit, ne? Also ich komme ja eigentlich aus dem Schwarzwald und war jetzt nicht so ganz nah dran und war ja auch erst, naja, so 20, als die Wende war. Aber ich hatte immer schon, auch schon vorher, Jahre vorher in der Schule, immer schon so ein Auge auf DDR und Sowjetunion, so ganz interessiert, weil ich dachte, so ganz diffus, irgendwie machen die, haben die irgendwie den Anspruch, netter zu sein zueinander oder was Gutes zu wollen, irgendwie so, ne, so ganz grob. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt ist die Wende, das würde mich jetzt dann doch genauer interessieren, warum das irgendwie nicht geklappt hat und woran das gescheitert ist. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Später dann aber erst, also erstmal, indem ich dann nach Leipzig gezogen bin und Halle an der Saale habe ich auch gewohnt und wollte quasi direkt nach der Wende vor Ort ein bisschen was mitkriegen. Und dann sehr viel später, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich tatsächlich mitgekriegt über die Anfänge in meinem Studium, dass es ganz stark um die Transformation der Eigentumsverhältnisse ging in der Sowjetunion, ja, und ja auch in der DDR, dass man sozusagen vom sogenannten Volkseigentum plötzlich ins Privateigentum rübergeschwenkt ist. Und ich wollte verstehen, warum und wie haben sie das legitimiert? Warum ist plötzlich Privateigentum doch die bessere Variante? Das hat mich fasziniert und da habe ich mich dann auch gleich mit meiner Diplomarbeit im Politikstudium genau mit dieser Frage beschäftigt. Na, wie sind die Eigentumsverhältnisse, wie haben die sich verändert und was war die Legitimation und die Erklärung, warum privat doch besser ist? Und dann habe ich als zweites, habe ich mich beschäftigt an der Uni mit Software, mit Technologie, weil ich da irgendwie als wissenschaftliche studentische Mitarbeiterin irgendwie plötzlich dazu gekommen bin, für das Institut, an dem ich studiert habe, den Computer einzurichten. Ich weiß auch nicht, wie das kam, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich von der
dass auf diesem Computer Linux installiert war, also freie Software. Und ich mich damit überhaupt nicht auskannte und dann aber mir gemerkt habe, wenn man sich irgendwie so ein bisschen nur einarbeitet und in diese Foren geht, dann kriegt man da wahnsinnig viel Hilfe. Und da machen ganz viele Menschen mit und das können sie machen, weil da kein Privateigentum und kein Betriebsgeheimnis und weil das offene Software ist. Und das waren sozusagen die praktischen eigentlich Wahrnehmungen und Erfahrungen, die mich dann dazu verleitet haben, mich tiefer theoretisch mit dem Thema zu beschäftigen. Und seitdem hat das auch nicht mehr aufgehört. Und sobald es irgendwie Thema ist, interessiert mich das, so wie jetzt eben aktuell das Thema mit den Patenten auf Impfschutz. Ja, interessant. Sehr gut. Du hast auch das Buch, ich zeige es mal kurz, ja, damit es alle sehen. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen. Das ist auch eigentlich ein toller Abriss und Geschichte darüber, wie Privateigentum entstanden ist. Ja, du beschreibst, also, wenn ich es richtig verstehe und verstanden habe, bist du der Meinung, dass wenn man sich mit Enteignung und diesen Themen beschäftigen möchte, muss man auch quasi die Geschichte des Privateigentums kennen und wissen. Und das erfährt man wunderbar in dem Buch. Genau. Und du sprichst zum Beispiel über historische Perspektiven und aber auch tolle Beispiele aus den 90ern von der Deutschen Post, wie das alles passiert ist. Also es geht nicht nur um Enteignung von Wohnraum, was ja jetzt gerade großes Thema ist, sondern eben auch die Enteignungsgeschichte generell betriebswirtschaftlich und so weiter. Ich wollte dir mal einen kurzen Abriss, ein Zitat, Seite 15 vorlesen. Dass über Enteignung überhaupt wieder debattiert wird, sei es auf dem Feld des Wohnens, der digitalen Güter oder im Streit um die richtige Klimapolitik, ist Ausdruck einer Entwicklung, die vielen Menschen als nicht mehr hinnehmbar erscheint. Die Zuspitzung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, die Konzentration von Reichtum, die zunehmende Unsicherheit des Lebens, der Lebensperspektiven, Wohnungsnot und steigende Mieten haben ein Maß an Unzufriedenheit hervorgebracht, das die Debatte radikalisiert hat. Oder an den Worten des BMW-Großaktionärs Stefan Quandt gesprochen, die Angriffe auf das Privateigentum häufen sich. Also wir hatten jetzt quasi eine lange Phase der Privatisierung und es wirkt so, als gäbe es jetzt so ein bisschen Gegenwind und zumindest in den politischen Debatten. Genau, und ich würde gerne mal von dir wissen, ob Deutsche Wohnen und Co. enteignen so ein bisschen so ein Auslöser auch für dich gewesen war, dieses Buch zu schreiben. Also die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was dazu, das ist sozusagen hervorgegangen aus, also es ist eine Berliner Kampagne, ne, ist hervorgegangen aus Mieterinitiativen in Berlin, die schon sehr, sehr lange aktiv sind und sich wehren gegen steigende Mieten. Und der historische Hintergrund und auch der ökonomische Hintergrund ist, dass zum einen, also ganz grob jetzt schnell formuliert, ne, in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr viele kommunale Wohnungen im öffentlichen Besitz sozusagen verkauft worden sind und dann direkt in der Privatisierung an entsprechende Konzerne gegangen sind, die Wohnungen einzig zu dem Zweck vermieten, damit das investierte Kapital zu vermehren, ne? Also und dann noch, dass die Finanzialisierung auf den Finanzmärkten also mehr Möglichkeiten geschaffen, Assets oder halt Anlageformen, eben auch Wohnen, also Immobilien, leichter als Anlageform anzubieten. Das kam sozusagen zusammen, ne? Und Ergebnis waren eben dann steigende Mieten. Da gab, also es gibt auch noch natürlich vielfältige andere Gründe, wie zum Beispiel ein steigender Zuzug an Menschen, Angebot und Nachfrage und so weiter. Das ist jetzt nicht, ne, der einzige Grund. So, und vor dem Hintergrund haben sich dann Mieterinitiativen gefunden, um sich gegen die Mietsteigerungen zu wehren, Gentrifizierung und alles. Und was ich total gut fand an dieser Kampagne, ist, dass sie nicht für eine ganz platte Verstaatlichung eintreten, dass man sagt, man gibt es jetzt wieder dem Staat, sondern dass sie eine sehr viel weitgehendere eine Art demokratisierte, partizipative, Nutzungsform anstreben und dass sie sich also entgegen dem Titel in dem Kampagnen-Slogan Enteignung gar nicht auf Enteignung beziehen. Das ist eigentlich, der juristische
Artikel, auf den Sie sich im Grundgesetz beziehen, ist der Artikel 15. Und Artikel 15 ist Vergesellschaftung und nicht Enteignung. Enteignung ist der Artikel 14 Absatz 3. Und diese Enteignung findet auch statt, ständig. Also ja, die Bundesregierung enteignet Landbesitzerinnen, wenn sie eine Autobahn bauen möchte, und die möchten das nicht, natürlich gegen Entschädigung. Ne? Da gab es letztes Jahr, glaube ich, so rund 200 Verfahren. Gibt also die gute Enteignung, habe ich auch so in meinem Buch genannt, und die böse Enteignung in Anführungsstrichen, das, was dann zum Beispiel Deutsche Wohnen, also die Kampagne, fordert. Wobei, wie gesagt, die bezieht sich auf Artikel 15. Und Artikel 15 schreibt vor, dass ein Unternehmen, wenn es bis dahin privat organisiert war, das heißt Gewinn maximieren sollte als Unternehmenszweck, das nicht mehr darf. Also dass dieses Unternehmen nicht mehr den Zweck haben darf, Profit zu maximieren, sondern gemeinnützig agieren muss. Das sieht man schon mal interessanterweise, dass auch das Grundgesetz diesen Unterschied kennt, ne? Dass die gewinnmaximierende Strategie eines Unternehmens nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden. Das sagt das Grundgesetz eigentlich. Das finde ich immer ganz interessant. Das wird auch in den verfassungsrechtlichen Kommentaren, die diesen Artikel 15 ausgiebig kommentieren, weil der historisch übrigens noch nie durchgesetzt worden ist, ne? Da wird das tatsächlich auch so genannt, dass es einem gewinnmaximierenden Unternehmen erstmal nicht unbedingt darum gehen muss, dass das Wohl aller befriedigt wird, sozusagen. Genau, und diesen Punkt fand ich halt sehr interessant in der Kampagne, weil da geht es eben nicht ganz stark um die Eigentumsfrage. Und ich fand auch interessant genau das, dass sie sich eben auf Vergesellschaftung und auf partizipative demokratische Produktion eigentlich fokussieren. Das fand ich politisch interessanter, als wenn man einfach nur gesagt hätte, das muss jetzt wieder verstaatlicht werden. Insofern war das der Auslöser, ja. Ja, interessant. Du hast auch geschrieben, dass die FDP diesen Artikel aus dem Grundgesetz gerne entfernen möchte. Das wusste ich vorher auch nicht. Natürlich. Passenderweise. Ja, natürlich, finde ich, ist es ihr ein Dorn im Auge. Historisch muss man sagen, ist dieser Artikel führt weit zurück, noch kommt, stammt sozusagen aus der Weimarer Reichsverfassung, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Grundgesetz dann mit langen Diskussionen, das war nicht einfach, den da irgendwie zu etablieren. Und eine der Legitimationen, warum die Sozialdemokratie damals gesagt hat, 1949, wir müssen diesen Artikel aber da fest etablieren, ist, weil sie gesagt haben, wir wollen uns mit diesem Artikel 15 ein Fenster aufhalten im Grundgesetz für eine alternative Wirtschaftsverfassung. Ja, wir haben ja im Grundgesetz gar nicht festgeschrieben, dass die Marktwirtschaft Teil der Verfassung ist. Das ist ja wirtschaftsoffen. Und dieser Artikel 15 gibt die Möglichkeit, eine Wirtschaftsverfassung zu ändern, weg von privat profitmaximierender Produktionsweise hin zu einer gemeinnützigen. Wie das konkret dann aussieht, da das historisch noch nie passiert ist, ist es sozusagen diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der absolute Neuland. Ja, ist ein absoluter Präzedenzfall, wenn das dann klappt. Ne? Das ist hochspannend. Ja, du unterstützt die Kampagne wahrscheinlich auch, wie die Linke zum Beispiel. Und wir sind gespannt, was in Berlin passieren wird. Zur Bundestagswahl wird bestenfalls auch darüber mit entschieden. Wir sind gespannt. Vor allem, also was mich vor allem in dem Moment dann interessiert, falls sich für eine Enteignung ausgesprochen wird in Berlin, was danach passiert, ob dann wirklich auf dieser Art Rekommunalisierung oder Verstaatlichung des Eigentums, ob man dann da hängen bleibt oder ob man eben diesen Schritt der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung und all das, was es mit sich bringt, auch noch, ob man das auch noch stemmen kann und die MieterInnen dann wissen, dass sie sich selber verwalten können zum Beispiel. Also wenn ich das kurz ergänzen darf, diese Initiative, die Kampagne hat gerade jetzt, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen, selbst ein Vergesellschaftungsgesetz ausgearbeitet und veröffentlicht, ne? Seitenweise. Und zwar ist es so angelegt, dieses Gesetz, dass die Berlinerinnen und Berliner dran mitdiskutieren können. Und es ist partizipativ angelegt. Das bedeutet, es besteht aus zwei Spalten. Die eine Spalte ist die juristische Sprache, die man so als Laie nicht versteht. Und die zweite Spalte ist die allgemeinverständliche Sprache als Voraussetzung, dass wir alle mitdiskutieren können. Und dort ist sozusagen der Grundstein gelegt dafür, wie das dann nach der Vergesellschaftung, wenn diese Konzerne dann gezwungen sind,
sozusagen gemeinnützig zu agieren, welche Rolle sie dann gegebenenfalls noch hätten und so weiter, was die Mieterinnen und Mieter für Aufgaben, Rollen, Rechte hätten und so weiter, ist dort dann weitgehend jetzt als Aufschlag schon vorgelegt. Und das finde ich auch toll, dass diese Gesetze dann nicht von den Lobbyisten wie immer gemacht werden und von den Politikerinnen umgesetzt, sondern dass die Leute von unten selber das machen. Also es hat ganz viele Elemente, die ich spannend finde, diese Kampagne. Und was man nochmal dazu sagen muss, es ist sozusagen in diesen verfassungsrechtlichen Beurteilungen dieses Artikel 15, ich habe jetzt, glaube ich, so 7 oder 8 verglichen miteinander, und die sind sehr weit auseinander in der Auslegung, logisch, weil es gab ja noch keinen Präzedenzfall. Ne? Also kann man ja wild rein spekulieren, was das eigentlich ist für Gesellschaftung. Aber relativ einhellig wird gesagt, dass es keine Enteignung ist. Das heißt, diese, nehmen wir jetzt mal den Konzern Deutsche Wohnen oder Vovonia, die müssten eigentlich von ihrer juristischen Trägerschaft gar nicht zurücktreten. Die müssten nur das Unternehmensmodell ändern. Ne? Das werden sie natürlich nicht tun, weil ihr Unternehmenszweck ist ja das Kapital, was sie investieren und was sie einsammeln von Aktionärinnen, zu vermehren durch Mieterhöhung hauptsächlich. Ne? Und wenn du dann sagst, hier wird jetzt nicht mehr Kapital vermehrt, ja, wir wohnen jetzt, damit wir wohnen können, erschwinglich, und das, was wir an Überschüssen erzielen, wird reinvestiert oder zurückgelegt für Instandhaltung. Aber dass wir für ein paar Leute nochmal extra obendrauf bezahlen, die das sich nur privat aneignen, als reines Vermögen, das gibt's da nicht mehr. Und dann stellt sich die Frage, was will Deutsche Wohnen noch da drin? Ne? Wahrscheinlich werden sie gehen, aber sie werden nicht zwangsläufig enteignet. Das ist der Unterschied zu dem 14er Artikel, ne? Ja, interessant. Wir sind gespannt. Ja, ich auch. Und zum Schluss noch, weil die Zeit ist um, auf den Titel bist du gekommen, keine Enteignung ist auch keine Lösung, wegen einer Aussage von jemand anderem? Naja, der Enteignungsbegriff ist sehr polarisierend. Ja, also der ist, und ich finde, man kann das auch nicht so abweisen. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ist doch egal. Der Begriff ist historisch belastet, ist einfach so. Ne? Also muss ich jetzt gar nicht sagen. DDR gab es Enteignung, ja, und so weiter und so fort. Es ist also ein Begriff, der nicht nur historisch belastet ist, sondern der auch persönlich bei vielen Leuten negative Assoziationen weckt, weil was die Verfügung über deine persönlichen Dinge, dein Fahrrad, dein Federmäppchen, dein Buch, deine Tasse, da verbinden Personen, Individuen oftmals mehr damit als nur den rein materiellen Wert. Ne? Also es gibt auch sowas wie einen ideellen Wert. Das ist ein bisschen das, was dir gehört oder worüber du verfügst und was auch mit dir alt wird oder so. Das wird zum Teil deiner persönlichen Integrität. Und wenn du irgendwie hörst, jetzt will da jemand kommen und enteignen, dann löst das erstmal Ängste aus oder ja, also weißt du so, ne? Und deshalb finde ich den Begriff Enteignung ambivalent, ja. Und dann kommt noch dazu, dass er gar nicht, juristisch auch gar nicht der gemeinte Begriff ist. Aber natürlich kann man ihn, wenn man ihn jetzt nicht streng juristisch benutzt und wenn man sich anguckt, wie in den letzten Jahrzehnten diese Ungleichverteilung so krass sich zugespitzt hat, ja, und ja auch die Menschen im täglichen Arbeitsprozess ständig um ihre Produktion, die sie selber machen, enteignet werden. Das würde ich dann nicht die juristische Enteignung nennen, sondern die soziale Enteignung, dass also der Großteil dessen, was die ganze Gesellschaft arbeitsteilig produziert, am Ende ein großer Teil davon von einigen wenigen Leuten angeeignet wird und dadurch entsteht diese enorme Reichtumskonzentration. Ne? Deshalb habe ich mit dem Titel ein bisschen gespielt. Also Enteignung finde ich schwierig, aber keine Enteignung ist auch keine Lösung. Ne? Also das war eigentlich der Hintergrund, um diese Ambivalenz des Begriffs deutlich zu machen. Super, vielen Dank. Ich kann das Buch einfach nochmal empfehlen. Es gibt wirklich diesen historischen Abriss, dann wird unterschieden zwischen Besitz und Eigentum, was man auch erstmal lernen muss, oder eben auch, wie Boden auf einmal irgendwann zu Ware wurde, aber eben auch diese ganzen anderen Beispiele. Kauft es euch in der Buchhandlung eures Vertrauens oder bestellt es im Buchhandel. Genau. Und wir freuen uns, wenn Sabine uns mal wieder in Real, im Interim oder Linksnet besuchen kommen kann. Sehr gern. Nach dem Lockdown sollte er jemals ein Ende finden. Ja. Danke. Bis bald. Ich bedanke mich. Tschüss.